Was geht? Ihr habt vielleicht im Titel schon gesehen, worum sich dieses Video hier handeln wird. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht groß drumherum und fangen direkt an, denn heute zeige ich euch mein allerliebstes Sommergetränk. Das trinke ich wirklich jeden Tag und auch mehrmals am Tag. Das ist so easy, super lecker, kann man sehr schön nachmachen. Und die Zutaten sollte man eigentlich zu Hause haben. Wenn nicht, könnt ihr die ganz einfach einkaufen gehen, da sie auch nicht so viel kosten. Ihr könnt das Ganze natürlich noch beliebig wählen nach den Zutaten, nach den Eissorten. Aber wir brauchen meiner Meinung nach Vanilleeis, dann Maracuja-Eis, dann so eine Schokosoße für das Eis, Streusel, normale Oreos, am besten die dünnen, die lassen sich besser zerkleinern. Dann habe ich hier noch Oreos mit Erdbeergeschmack, schmeckt auch mega gut damit. Dann brauchen wir Eiswürfel, ihr könnt auch wiederverwendbare Eiswürfel nehmen, das ist auch mega cool. Und dann noch Orangensaft, das ist eigentlich die Hauptbestandteil vom Eis und Sahne. Als allererstes habe ich jetzt 6 Oreos genommen und dann tut ihr die einfach in so einen Beutel rein. Oder ihr könnt die auch in der Schüssel zerkleinern, aber so ist es ein bisschen einfacher. Und dann zerkleinern wir als allererstes diese Oreos, dass wir das so als Topping drüber machen können mit den Streuseln. Und das sieht einfach direkt so geil aus. Ich habe die jetzt zerkleinert und die Größe ist für mich perfekt. Ich will die jetzt nicht noch kleiner machen. Und dann trenne ich das Ganze jetzt, oder ich versuche das halt zu trennen, dass ich erstmal hier nur den Keks habe. So, perfekt. Und das mache ich jetzt dann mit den restlichen 3 Keksen, die hier übrig sind. Okay, das hat super geklappt. Das hat ja richtig gut geklappt gerade. Oha, wie gut das klappt. Das ist so richtig befriedigend. Eine Oreo-Platte, die so gut abgegangen ist, lege ich jetzt einfach erstmal beiseite und die restlichen 4 werde ich jetzt auch nochmal gleich so zertrümmern, dass es nochmal so Krümel geben. Ihr glaubt nicht, wie ich mich gerade erschrocken habe, die Post hat geklingelt, um ihr Pakete zu übergeben. Genau, auf jeden Fall beginne ich jetzt einfach und mache damit weiter, jetzt diese weiße Cremefüllung von den Oreos abzukratzen und in die Schüssel zu geben, weil das mische ich gleich bei das Eis unter. Das schmeckt einfach so, so gut. Und bei den Temperaturen klappt das richtig gut. Also man kann die Kekse richtig gut abtrennen, wie ihr seht. Und die Cremefüllung herausschaben. Und die Kekse, die dann hier übrig bleiben, die zertrümmern wir auch noch mit da rein. Also das ist wirklich richtig, richtig geil. Daher würde ich euch aber auch die dünnen Oreos empfehlen, weil das viel, viel besser mit denen klappt als mit den großen. Also mit den großen klappt das nie ganz so gut, also es klappt aber auch nicht so gut. Und jetzt nehme ich noch 2 Oreos für die Erdbeercremefüllung, also mit dem Eis. Und hierbei heißt es jetzt wieder zerkleinern. Als nächstes brauchen wir unser Glas und das Glas habe ich 20 Minuten in den Gefrierer getan, dass es schön kalt ist und die Getränke länger kalt bleiben. Auf jeden Fall, jetzt braucht ihr die Schokosoße und wir versuchen jetzt das Glas von innen schön mit Schokolade voll zu machen, dass es so voll schön einfach aussieht. Vielleicht waren manche schon bei Wonderwaffel, die kennen das auf jeden Fall. Und am besten nehmt ihr so eine Schokosoße, die sich ans kalte Glas ranfriert. So Soßen gibt es und ich öffne die jetzt mal und zeige euch das mal. Diesen Step habe ich tatsächlich selber erst einmal gemacht und da hat es nicht so gut geklappt. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ihr nehmt das Glas einfach ein bisschen schräg und macht es einfach mal so an den Rand. Und dann verläuft hier auch schon so die Schokosoße und dann macht ihr einfach ein bisschen rein. Und weil die ja natürlich noch flüssig ist und noch nicht hart wird, könnt ihr das einfach drehen. Und wie ihr seht, wird das jetzt auch schon hart. Also das ist jetzt am Glas angefroren. Natürlich kriegt man das auch noch ein bisschen schöner hin. Aber so sieht es dann jetzt circa aus. Also wenn man ein bisschen begabter ist als ich, kann man das tatsächlich auch relativ gut. Und das ist halt einfach mega cool, weil dann habt ihr noch so einen Schokogeschmack mit drin. Und das friert sich halt einfach an kalte Sachen an. Mega, mega cool auf jeden Fall. Damit das Ganze jetzt auch schön kalt bleibt und die Schokolade nicht wieder auftaut, nehme ich jetzt aber 2 Eiswürfel und mache da einfach 2 Eiswürfel rein. Jetzt komme ich schon zum Eispart und zwar nehme ich als allererstes das Maracuja-Eis, weil ich davon auch nicht so viel nehme. Und ja, also andere werden das als sehr viel empfinden, aber davon nehme ich dann halt einfach erstmal so 2 Löffel oder 1,5.
jetzt das Beste, und zwar das Vanilleeis. Und ich empfehle euch da auch wirklich Vanilleeis zu nehmen, weil das schmeckt dann echt richtig, richtig gut mit dem Orangensaft zusammen. Und das drücke ich dann auch ein bisschen an den Boden an. Und da mache ich 2 volle Löffel rein. Jetzt kommt ein bisschen von der Schokosoße, dass sich das schon mal ein bisschen an das Eis ranfriert. Und das wird auch direkt relativ hart da drauf. Jetzt kommt diese Oreo-Füllung und da nehme ich halt wirklich einfach alles und dann versuche ich das so ein bisschen zu vermischen. Und dann nehme ich das einfach alles und gebe das einfach alles hier bei das Eis. Und das vermischt sich dann auch. Aber ich drücke das schön überall hin, dass es überall hingeht. Jetzt ein paar Oreo-Krümel, weil jetzt gleich kommt da auch ein paar Oreo-Krümelchen habe ich jetzt auch reingemacht. Und jetzt kommt das Beste, der Orangensaft. Also das ist eigentlich alles mega geil. Ich weiß gar nicht, was der beste Step ist. Und jetzt füllen wir das ganze Glas mit Orangensaft auf. Achtet darauf, dass der ohne Fruchtfleisch ist und dass es zu 100% ein Direktsaft ist. Und damit füllen wir das ganze Glas jetzt einfach auf. Zum Schluss kommt noch was Sahne drauf und die mache ich jetzt nicht frisch. Wow! Dann die Oreo-Platte, die wir extra vorbereitet haben. Dann ein paar Streusel. Dann sind die Streusel noch drauf, ein paar Oreo-Krümel und fertig ist das leckere. Ist 100% versprechen. Das schmeckt wirklich sehr, sehr gut und ist eine richtig geile Erfrischung für den Sommer. So ihr Lieben, die Endcard habe ich jetzt ein bisschen später gedreht, deswegen nicht wundern, dass ich in einem anderen Raum bin. Auf jeden Fall, wenn ihr das Rezept nachmachen solltet, dann markiert mich auf jeden Fall mal in eurer Story auf Instagram und ich werde einige Stories von euch reposten. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Auf jeden Fall seht ihr hier jetzt mein letztes Video und hier könnt ihr mich sehr, sehr gerne kostenlos abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns auf meinem Kanal nochmal wieder. Denkt dran, jeden Sonntag um 18 Uhr. Ich habe euch alle ganz, ganz lieb und danke fürs Zuschauen. Bis dann, ciao!